wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Oh, die kann man noch ein bisschen justieren. Ich bin heute haben wir schon den 31. August. Ich war die letzten zwei Wochen zu Hause. Ich habe Rücken. Und zwar vermutlich, ich habe noch keinen Termin in der Röhre bekommen. Ja, so ist das heute leider. Sollte ins MRT, aber habe jetzt erst am 11. September einen Termin. Mein erster Verdacht auf Bandscheibe war, aber so wie alles aussieht, der Doktor meint, auch ohne Röhre, es ist wohl der Ischiasnerv eingeklemmt. Habe ich halt ein paar Spritzen und so Kram bekommen, Krankengymnastik gehabt. Die hat mir sehr, sehr gut geholfen. Spritze weniger, egal. Jetzt bin ich heute halt mal wieder da. Versuchen, ob was geht. Kamera halten. So, heute Morgen fahre ich jetzt nach Sembach hoch, lade den R926. Der geht nach Zweibrücken. Und dort an der Baustelle lade ich einen Radbagger. Der geht dann nach Weilerbach dahin ins Gewerbegebiet. Au. So. Wie gesagt, erstmal gucken, ob das alles wieder so klappt, wie ich mir das vorstelle. Muss halt langsam machen. Langsam ist mein zweiter Vorname. Mein dritter. Das hätte ich auch noch nie gehabt. Hier diese silbernen Teile hier halt im Lenkrad. Die spiegeln sich gerade in meiner Scheibe vorne drin.
So, es ist kurz nach 8, 8.03 Uhr. Ich bin hier in Pirmasens-Witzel. Hier vorne haben wir auch mal eine Baustelle gehabt. Aber wir fahren nicht hier vorne rein, wir wollen dahin rein. Mach mal an, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber wenn ich es brauche, dann ist die Fernbedienung schon mal an. So, ich muss jetzt vorfahren bis an das Hotel. Und an diesem Hotel biege ich dann links ab. Okay, Grundsperrung Richtung. Da müssen wir nicht hin. Hier. Grundsperrung K6. So, da vorne ist das Hotel. Wie gesagt, da haben wir auch den KMC hergebracht. Also in die Straße müsste ich reinkommen. Ob ich an die Baustelle komme, weiß ich halt nicht. Müsste jetzt hier hinten dran sein. Hier steht die Backe. Vielleicht bin ich auch falsch. Eine zu spät raus. Hei. Caramba, aber ich glaube, ich kann hier hin ums Karree fahren. Ich bin eine zu spät raus. Ich hätte müssen eine früher raus. Ja, ich bin halt alt. Aber ich kann einmal ums Karree fahren. Hier hin am dahin hatte meine KMC geladen. Da hat hier diese alte Schuhfabrik weggerissen. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich da von dahin herumkomme. Ich parke natürlich schon wieder hier. Rechts soweit mitgedacht und hat seinen Spiegel weggeklappt. Oder hat ihn schon einer weggefahren. So, jetzt hier geht's links rein. Das sieht gut aus, das sieht breit aus. Natürlich richtig Sinn, dass ich der Bagger nicht ganz gerade drauf stehen habe. Ne?
gut ist. Und die Lücke ist, da muss ich rein. Da komm ich von hier rein. Ne? Steht natürlich direkt gegenüber, steht natürlich wieder ein Auto. Ich bleib mal hier stehen. Da vorne muss ich rein. Bleib mal hier stehen, gucke mal, wie es hier aussieht. Also Ausfahrt, da hinten ist er Ausfahrt. Ach, genau. Egal, Augenblick. Drehen da hinten drin. Das Dach oben müsste normal auch gehen, müsste normal auch Platz genug sein. Darf halt gegenüber, darf halt kein Auto parken. Die Radbacke nehme ich mit. Sollte reichen, nochmal komme ich. Ah, drehen wird nicht reichen. Aber ich war irgendwo drüber gefahren oder bin ich irgendwo dran gefahren? Bagger weg ist hier später, dann kann ich doch drehen, oder? Dann fahre ich hier vorwärts rein, stoß zurück in den Schotterweg. Das machen wir einfach so. Geht die Fernbedienung gehen raus. Was ist denn das schon wieder? So, Treiber soll ich stehen lassen.
eben Stand Lauterecke Weilerbach hier abbiegen, aber geht ja gar nicht. Alles ein bisschen bescheiden geregelt hier, aber unter den Umständen doch noch, glaube ich, die bestmögliche Art. Keine 10 Minuten mehr, aua. Und da bin ich an meiner Baustelle, an meiner Entladestelle. Also das ist der allerbeste Parkplatz. Das ist der allerbeste Parkplatz. Steht da unten da. Da werde ich abladen. Oh, man kann es erkennen. Steht der Wendehammer ist voll geparkt mit Fahrzeugen. Ne? Dann könnte ich doch schon wieder was an mich kriegen. So ein Müllsee. Wenn ich so im Müllsee, echt. Komplett zugeparkt. Ja gelohnt, Kollege.
Käse, oder? Alles zugepackt. Eigentlich müsste ich hier vorne dran stehen bleiben. Ich glaube, das mache ich auch. Häng ab. Ich glaube, ich da hinfahren soll oder nicht. Aufgenommen hier. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier aneinander vorbeikommen. Weil die Raube nochmal rechts wird nicht anders gehen. Ich fahre die Raube ein Stückchen zurück, aber die steht da falsch rum. Ne? Ja, rückwärts lade wegen deiner blöden Stange. Dann komme ich halt zu hoch. Und muss rückwärts dann dran vorbeifahren. We'll be right back.
Geld als wie die Raupe. Ja. Ja, ich hätte sie, glaube ich, höher heben. Ne? Jetzt nehme ich hier wieder die ganze Insel mit. Die Insel, die Ecke da halt. Oh, ich bin noch nicht bei der Sache. Na, vielleicht komme ich auch rum hin. Ich weiß ja, wo der Traktor hingefahren ist vorhin. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob der runter zu uns gefahren ist oder ob der hoch zu uns gefahren ist. Dass ich ein Stück Wiese mitnehme, geht nicht. Naja. Kommen wir jetzt einmal hier über den Berg quasi. Nach Meisenheim, da müsste auch noch unser Cutbagger stehen. Hey. Weil die Bido.
Kumpel da, der bleibt da stehen. Ja, der fährt weiter hin, okay. Von der linken Seite dann hier hoch. Jetzt fahren wir rechts rum weiter. Wir fahren rüber Richtung, wie gesagt, schon Richtung Meisenheim. Drin werde ich wahrscheinlich in den Filmen sehen dürfen, keine Ahnung. Mal gucken, ich werde vermutlich später dann von uns vom Hof aus einen Radbagger laden und den noch rüberfahren nach Erbes-Büdesheim. Ist jetzt nicht so weit, aber ich denke, das werde ich dann im Anschluss machen noch. Da hinaus.
aussieht mittlerweile. Und wenn die rinfahren. Okay, also oben hin brauche ich nicht mitzufahren. Oben hin brauche ich nicht mehr zu fahren. Das geht eh nicht mehr. Alter. Ich dachte, wir füllen hier auf. Vorhin war ich zu Hause, habe den A29 Mobilbagger geladen. Dann fahren wir jetzt hier rüber nach Erbes-Büdesheim. Auf eine Fläche, oder beziehungsweise die Fläche haben wir vor, sind es 3 Jahre mittlerweile, ich weiß es nicht genau, aber ist schon lange her, haben wir diese Fläche quasi hergestellt. Jetzt geht es dann los mit der Bebauung, nehme ich an. Da sind wir auch schon zu Hause. Mitgedacht hätte er schon gesehen, bevor ich abgebogen bin, dass ich hier rein will. So, gucken, ob ich da hinkomme überhaupt. Als wir
diese Fläche gemacht hatten, musste ich jetzt hier vorne an die Kreuzung, musste bei links abbiegen und mussten über einen Feldweg mit einer sehr bescheidenen Zufahrt. Mussten wir in die Baustelle reinfahren. Mal gucken, ich habe hier irgendwo einen Plan. Hier sein, wo die ganze Palette stehen, ne? Ja. Wieder das Tor zu. Da ist aber das Tor zu. Der falsche Plan. Plan habe ich auf meinem Handy. Moment. Mal gucken, ob das Tor offen ist. Mal gucken, ob das Tor offen ist. Eigentlich muss der hier links rein. Irgendwie ist das Tor nicht offen. Oder muss der da hinten dran? Nee. Definitiv hier drin. Definitiv hier rein. In der Rede kürzer Sinn. Jetzt zweimal angerufen, zweimal geht keiner dran. Stell den jetzt einfach da rechts von mir ist Platz. Ja, es wäre ein Mobilbagger, ja, er könnte ja fahren. C'est la vie.
geladen. Der Bagger steht hier neben. Das war mein erster Tag. Kreuz geht. Bei der falschen Drehung tut es völlig weh. Einfach nicht mehr falsch drehen. Jetzt haben wir das Punkt 16:30 Uhr. Ja, ich fahre jetzt noch nach Hause. Und ich hoffe, dass ich da hinten rauskomme. Ich war da gerade der. Naja, das geht okay. Morgen früh, was es gibt, noch keine Ahnung. Bibel. Aber das sehen wir dann. Hier die Einfahrt, ich glaube, das war hier die Einfahrt. Ja, egal, ich mache mir gerade Gedanken, wo ich den Bagger, da wo ich den Bagger hingestellt habe, ob das der richtige Punkt ist. Oder ob das die richtige Baustelle ist. Aber den Punkt, den ich geschickt bekommen habe über Google Maps, der ist genau da, wo der Bagger steht. Also unschuldig.